Herzlich willkommen hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere diesen Vlog am Freitag. Die heutige Folge dreht sich um die hohe Kunst der Synchronisation. Ein unter Filmfans häufig diskutiertes Thema. Wie ihr seht, ist es auch etwas anders aufgebaut. Es ist auch ein Stückchen länger als die anderen Videos. Deswegen macht euch ein Käffchen, macht euch einen Tee, holt ein leckeres Stück Kuchen und wir fangen an. Wer war das? Synchronisation in Deutschland ist so ein 50-50-Ding. Manche lieben es und können nicht ohne, manche verachten es und schauen alles irgendwie im Original. Ich bin so Mittelding, ich liebe das eine und kann auch die anderen verstehen. Ich liebe es zum Beispiel, wenn die Synchronisation überhaupt nicht auffällt. Wenn man wirklich jahrelang denkt, der Schauspieler klinge wirklich so. Ich weiß ja nicht, ob es an mir lag, aber die Zeit auf dem College war irgendwie sehr verwirrend. Bist du schon mal mit einem Mädchen zusammen gewesen? Im Kurs für Hauswirtschaftslehre sind Mädchen und ich sitze daneben. Haben Sie schon über Ihre Zukunft nachgedacht? Ich weiß nichts über Ryan und es interessiert mich auch nicht. Der Mann bedeutet mir nichts, er ist nur ein Name. Aber wenn ich ihn finde und er heimkehren kann und ich mir damit das Recht erwerbe, zu meiner Frau zurückzukehren, dann ist das meine Mission. Und es ist sehr störend, verstörend fast schon, wenn das Gesamtbild einer Figur durch die Synchronisation stark geschwächt wird oder wenn eine Änderung auftauchte, die gar nicht hätte sein müssen. Doch bevor wir dieses Feld der Probleme angreifen, erstmal Worte des Lobs. Man muss einfach eingestehen, dass wir in Deutschland verdammt großes Glück haben mit der Synchronisation. Wenn wir mal kurz einen Blick nach Osten ersetzen könnten, so nach Polen, Tschechien, Russland, die haben halt auch Synchronisation. Wobei es dann eher Voice-Over ist, wo dann wirklich ein Mann, seit ein paar Jahren auch mal eine Frau für die weiblichen Rollen, diesen gesamten Film monoton durchweg erzählen und so kann man es auch machen, aber da haben wir dann doch eine bessere Variante, denke ich. Zusammen mit Spanien haben wir halt eine sehr große und reichhaltige Tradition. Hier wird ja alles synchronisiert. Von der kleinen Kinderserie, die vielleicht auch nur 5 Minuten lang geht, bis hin zu Horror, Splatter, Gemetzel, alles Blut und Gedärme flatscht dir entgegen. Alles wird synchronisiert, was im deutschen Fernsehen und auf deutschen Leinwänden läuft. Nur ganz selten entscheiden sich die Verantwortlichen wirklich mal dafür, Untertitel zu nutzen, wie kürzlich eingeführt bei der Jimmy Fallon Show oder bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon, die auf 1 Festival, glaube ich, läuft. Aber sonst alles synchronisiert. Es kann Fluch und Segen sein, das definitiv. Ich liebe die deutsche Synchronisation, gerade auch bei Actionfilmen, bei Dokumentation auch manchmal sehr sympathisch und sehr, sehr beruhigend auch. Ich muss zugeben, bei Komödien bin ich sehr, sehr skeptisch und bei Komödie bin ich meist einfach dazu geneigt, ins Englische zu gucken, weil es aber auch daran liegt, weil ich einfach den englischen Humor sehr mag und das einfach so roh mitbekommen will, wie es eben gedacht ist. Aber ich kann es verstehen. Das Problem ist halt wirklich bei der Synchronisation, dass du diesen Inhalt, der im Original gegeben wird, durch die Intonation, durch das Spiel, durch alles, musst du irgendwie als Sprecher, als auch als Synchronregisseur und als Synchronbuchschreiber irgendwie versuchen, das zusammenzupacken und rüberzubringen. Und das müssen die Sprecher meist in 2-3 Tagen müssen sie das durchziehen für einen 90, 120, 180 Minuten Film. Das ist unglaublich krasse Arbeit. Ganz erstaunlich ist auch, wie eine deutsche Synchronisation einen Film retten kann, respektive ihn vor der Blamage, die er im Original halt hat, bewahrt. Da ist dann ein Film, der unfreiwillig lächerlich ist, dann doch nicht mehr so lächerlich. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist The Happening von M. Night Shyamalan mit Mark Wahlberg. Wenn ihr diesen Film kennt und nur im Deutschen gesehen habt und diese Häme und den Spott, der dieser Film erntet, zu Recht, nicht ganz versteht, schaut's mal im Englischen. Wir kommen dazu noch später. Dass es auch einen ganz anderen Weg gehen kann,
zeigt die Vergangenheit, so gerade die 80er, die frühen 90er, da gab es einige Serien im Deutschen und auch einige Filme, die komplett ignoriert haben, was das Original mal war und haben eben ein eigenes, sehr unterhaltsames Ding draus gemacht. Beste Beispiele sind die Bud Spencer und Terence Hill Filme. Wie viel da gesagt wird, ohne dass die Leute ihre Lippen bewegen. Ähnliches Beispiel auch bei Ein Käfig voller Helden. Kam erst zu Sat.1, Anfang der 90er Jahre, wurde synchronisiert und Leute so, wurde also schnell wieder rausgenommen und wurde wegen der Rechte, weil man es halt hatte, kam es halt zu Kabel 1, so macht halt mal was. Und die Leute gesagt, so machen wir mal was. So entstand halt Ein Käfig voller Helden mit diesen unglaublich starken Dialekten, deutschen Dialekten. Starkes Sächsisch, starkes Bayerisch, so alles übertrieben und mit wirren Dialogen, die nie so in dem Skript in den USA standen. Ein komplett neuer Charakter, diese Haushälterin vom Oberst, die gab's nie, aber die haben sie halt dazu genommen. Ist das noch Arbeit am Original? Sie haben es halt gemacht, weil sie hatten die Rechte, deswegen konnten sie damit machen, was sie wollten. Anscheinend. Früher war es doch schwieriger, einen Film im Original zu sehen, im Englischen zu sehen, im Französischen zu sehen, im Spanischen zu sehen, als es heute ist. Heute schaltest du einfach die Autospur um und zack, hörst du es im Englisch. Du kannst direkt hören, wie das Original klingt, wie das Deutsche klingt. Man könnte jetzt sagen, dass die Synchronisation im Vergleich zu vor 10, 20, 30 Jahren nicht mehr so hochwertig klingt. Aber das ist so die halbe Wahrheit, denn es gibt immer noch, gerade bei großen Filmen, wirklich sehr, sehr, sehr gute Synchronisationen im Deutschen, die ich auch nicht missen will. Die bloße Masse mittlerweile an Serien, Filmen, Kleinigkeiten, die einfach synchronisiert werden müssen, weil man sich ja gewohnt ist, ich glaube, das ist schon Problem genug für die Regisseure, für die Drehbuchautoren und auch für die Sprecher. Da muss man einfach mit einem gewissen Qualitätsverlust rechnen. In gewissen Bereichen ist es kaum noch möglich, große Änderungen einzuleiten. Feste Sprecher sind feste Sprecher. Es sei denn, dieser gewählte Sprecher gerät halt wirklich so stark in Kritik, dass die Verantwortlichen wirklich sagen, wir cutten dich und müssen jemand anderen nutzen. Oder, das ist dann der bedauerlichere Fall, wenn die Sprecher wirklich sterben. Viele haben in diesem Jahr Anteil genommen am Ableben von der jahrelangen Synchronstimme von Homer Simpson und Norbert Castell. Ebenso wie es vor nicht mal ganz 10 Jahren beim Ableben von Elisabeth Volkmann, der Stimme von Marge Simpson, war. Es war in Zeitungen ganz groß, Stimme von Homer Simpson gestorben. Und das Folgende klingt jetzt sehr hart, aber dazwischen, in diesen 10 Jahren, sind mehr als ein paar Synchronsprecher gestorben, was höchstens eine Randnotiz wert war in diesen Zeitungen. Darunter Per Augustinski, die jahrelange Stimme von Robin Williams, und Matthias Hinze, eine aufstrebende Synchronsprecherhoffnung, die meist Matt Damon synchronisierte und wirklich leider im Alter von 38 verstarb. Und keiner wusste es. Wie gesagt, höchstens eine kleine Randnotiz, irgendwo im Videotext mal ein bisschen erwähnt. Du kriegst es halt mit, wenn du dann hier den Schauspieler siehst und eine andere Stimme hörst und dann erstmal komplett verwirrt bist. Verständlicherweise. Ersatzstimmen sind in der Regel nie so, wie man es gewohnt ist von der Stimme und sind halt kaum wirklich ein Ersatz. Was zum einen die Einzigartigkeit dieser Sprecher und Schauspieler, die sie ja auch sind, mit verdeutlicht. Das Problem darin ist wieder im Falle Homer Simpsons oder Marge Simpsons, wenn die Sprecher nicht mehr können, es nett auszudrücken, müssen komplett andere Wege gegangen werden und da macht auch ein Zuschauer nicht immer mit. Man könnte natürlich einen Imitator des Sprechers einsetzen, aber Stimmimitation im Deutschen ist meist fokussiert auf Promis und Politiker. Niemand verdient Geld damit und niemand überlebt, indem er Santiago Ziesmer, Sprecher von SpongeBob, imitieren kann. Oder Thomas Ritsch, die wunderbare, rauchige Stimme von Scar und Jeremy Irons und. Diego, Ice Age. Arne Elsholz ist halt doch älter geworden, das merkt man immer auch an, aber du kannst ihn nicht ersetzen. Es gibt keinen Ersatz dafür. Um mal kurz für ein paar Sätze rüber über den großen Teich zu schauen, der Beruf
Synchronsprecher gibt es auch in den USA. Aber dort heißt es nicht einfach Synchronsprecher, nur Dubber. Die Leute heißen Voice Actor. Das ist eine komplett andere Wertschätzung, allein schon von der Berufsbezeichnung her. Um darauf auf den Punkt zu kommen, in den USA gibt es viele Voice Actor-Kollegen, die ihre verhinderten Kollegen ersetzen können und es fällt kaum auf. Ihr müsst euch mal das Video Be Prepared von König der Löwen ansehen. Wird halt auch gesungen von Jeremy Irons, ein Feglern, bis kurz vor Schluss und dort setzt der Sprecher Jim Cummings ein. Und du kriegst es nicht mit. Das ist einfach nur abgefahren. Das wär's auch erstmal zu diesem Punkt, zum Abschluss, die vergleichsweise geringen Bezahlungen. Zwei Fälle sollen hier mal vorangestellt werden. Das ist zum einen der Fall von Benjamin Fields und zum anderen der Fall von Markus Off. Beide sind gesetzte Sprecher gewesen für ihre entsprechenden Rollen. Fields, Sprecher von David Duchovny, unter anderem in Akte X und Markus Off als Sprecher von Captain Jack Sparrow in den Fluch der Karibik-Filmen 1 bis 3. Im Fall Fields ging das los um 2008 herum, als der zweite Akte X-Film Jenseits der Wahrheit synchronisiert werden musste. Fields, im Wissen um sein Talent und auch sein Können, verlangte mehr als den gesetzten Preis. Denn die Bezahlung der Synchronsprecher stehe in keiner Relation zu den Ausgaben für Werbung, Marketing und Premierenfeiern eines solchen Blockbusters. Sie betrage nur 0,1% der Produktionskosten eines Films. Die geforderten 20.000 Euro wollte 20th Century Fox nicht bezahlen und besetzte eben die Rolle des Fox Mulder mit einer anderen Stimme. Dass die Sache irgendwie noch nicht ganz vom Tisch ist, zeigt die neuen ATX-Folgen, wo Fox Mulder erneut mit fremder Zunge spricht. Ein kurzes Update oder kurz zwischengeschoben, es gab wirklich Kontakt zwischen Fields und den Verantwortlichen der Serie, wie es Fields in einem Forenbeitrag im Januar schreibt. Da hat aber jemand super recherchiert hier. Jedenfalls gab es eine Anfrage der Verantwortlichen und Fields schickte seine Modalitäten und sie haben dann darüber beraten und entschieden, ob es denn klappt mit der Personalie Fields oder nicht. Wie man sich das jetzt denken kann, hat es anscheinend nicht geklappt. Ob es nur am Geld lag, fraglich, vermutlich, man weiß es nicht, aber wie es auch Fields selbst schreibt, das Thema kann man sehr leicht auf Geld und Gage runterbrechen und vermutlich führt auch nie ein Weg an diesem Thema vorbei. Die Hoffnung bleibt natürlich, dass in Zukunft irgendwann eines Tages, falls die Leute wieder sich denken, ach komm, wir machen noch eine Akte X-Serie, dass dann die Serienverantwortlichen, die dafür zuständig sind, sich doch für den Publikumsliebling entscheiden. Das wäre erstmal das dazu und weiter geht's im Programm. In eine ähnliche Richtung geht auch der Fall um Markus Off. Off hat bei den ersten drei Karibik-Filmen Johnny Depp eingesprochen, weil David Nathan, der eigentliche Sprecher von Johnny Depp, eben nicht konnte. Halt doch, er konnte und er hat auch eingesprochen, den ersten Film von Fluch der Karibik hat er komplett eingesprochen. Ich glaube, der Trailer auch. Die Verantwortlichen sagten dann, der Nathan war gut. Aber überhaupt noch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Machen Sie es nochmal. Ja, so, okay. Dann bezahlt mich bitte auch nochmal, dass ich das halt nochmal einspreche. Die so, nö. Ja, so, okay. Das ist gegangen. Und dann kam halt Markus Off als Ersatz und sprach den ersten Teil ein und den zweiten und den dritten. Und als dann der vierte in den Startlöchern stand und dort auch synchronisiert werden sollte, dachte sich Markus Off, er hat ja im Vergleich auch gerade zum Englischen, hat er der Rolle einen sehr eigenen Charakter in der deutschen Synchronisation gegeben. Etwas tuntig, etwas ebenso wie Jack Sparrow im Deutschen klingt. Und das war eine sehr, sehr, sehr eigene Sache von Markus Off, die nicht kopiert werden konnte. Um dem gerecht zu werden, um das zu würdigen, wollte er doch mehr Geld für die ersten drei Teile, die er schon angesprochen hat. Genau genommen lehnte Disney den Anspruch Offs auf weitere Beteiligung ab. Off forderte für die Filmsynchronisation der ersten drei Teile des Millionenerfolgs mehr als die bisher gezahlten 9.306,14 €. Und die waren nicht bereit zu sagen, hey, er hat einen klasse Job gemacht, die Leute haben es geliebt, gebt dem Mann halt das Geld, gebt ihm die Würdigung. Wir können ja sagen, hast du gut gemacht, das ist ein Teil der Würdigung. Wir können auch sagen, hier hast du einen ganzen Batzen Geld dafür, dass du einen geilen Job gemacht hast. Geld waren halt diese 9.306,14 €. Im Vergleich dazu, dass die Filme zusammen, ich glaube 2,1
Milliarden eingespielt haben. Weltweit, ja klar, aber die waren auch in Deutschland ein großer, großer, großer Erfolg. Und es zeigt einfach, traurigerweise, diese Würdigung der Synchronisation in Deutschland bei den großen Studios auch. Klar, die Synchronisation ist für die Schauspieler ein Nebenverdienst. Alle haben nun angefangen als Nebenverdienst zu ihrer Schauspielarbeit. Und die Fälle eben von Off und Phil zeigen halt auch einige große Probleme in dieser Branche. Es ist nach all den Jahren wirklich an der Zeit für eine Gewerkschaft der Synchronsprecher. Und ich hoffe, es kommt auch irgendwann zum Punkt, dass es soweit ist, um halt Fälle wie den von Off oder Fels zu unterstützen und eben auch die Würdigung für das Synchronsprechen wieder zu erhöhen. Hey, wolltest du nicht noch was zu fehlenden tiefen Stimmen in der deutschen Synchronisationslandschaft sagen, durch die Schauspieler wie Adam Driver und Benedict Cumberbatch immer viel zu hoch und falsch wiedergegeben werden? Das haben wir gerade irgendwie so durch die Hintertür mit erwähnt. Ach so. Genau. Das war der erste Vlog in unserer Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch war das Thema irgendwie ganz recht. Wie steht ihr zu der ganzen Sache Synchronisation in Deutschland? Wie steht ihr zu den deutschen Synchronsprechern? Habt ihr einen Lieblingsschauspieler und einen Lieblingssprecher? Schreibt eure Sachen einfach in die Kommentare. Und damit verabschiede ich euch hinaus ins Wochenende. Wir sehen uns am nächsten Montag, am Ostermontag, sehen wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe DVD und Blu-ray-Kritiken. Natürlich hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.